Hi Alex, habest du eben den Beitrag bei Galileo gesehen und was soll ich sagen? Einfach nur wow. Mein Freund und ich sind total verblüfft, wie viel gutes Essen immer noch weggeworfen wird. Dein Beitrag bewegt uns darüber nachzudenken, etwas bewusster mit unseren Lebensmitteln umzugehen und dafür möchten wir dir danken. Abend, Hammer Beitrag von dir. Eben bei Galileo gesehen. Mir geht diese Verschwendung genauso auf den Geist. Bitte mach weiter mit dieser Aktion. Viele Grüße aus Hannover. Hey Alex, ich sehe dich gerade auf Galileo. Ich finde deinen Zweck als Container gegen das System mutig und richtig. Hey, ich würde auch gerne mit den Containern anfangen. Ich bin aus Nürnberg. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, heute kam eine Doku zum Containern auf Galileo. Das Team hat mich nämlich vor ein paar Wochen hier in Nürnberg begleitet, ist vorbeigekommen und ist mit mir zusammen auf Tour gegangen. Ich möchte einfach fetten Dank an alle Leute sagen, die mir schönes Feedback geschrieben haben, die mir Zuspruch geben. Ja, auf Instagram habe ich super schöne Nachrichten bekommen. Teilweise haben Leute einfach in ihrer Story geteilt, dass ich gerade im Fernseher laufe. Hammer. Dasselbe ist auch auf Facebook, wo mir viele Leute geschrieben haben, mich aber Leute auch hinzugefügt haben. Die noch Bock haben, diese Doku zu sehen, die heute auf Galileo gekommen ist, schaut einfach mal in der Videobeschreibung nach, da werde ich das Ganze verlinken. Und wer weiß, vielleicht reden wir in ein paar Jahren dann endlich nicht mehr darüber, dass wir die ganzen Lebensmittel retten müssen, brauchen keine Videos mehr, bei denen wir in Mülltonnen herumwühlen, sondern packen das Problem richtig an und schauen, wie wir es am besten verteilen. Und vielleicht würden dann auch viel mehr Leute mitmachen, weil das Ganze dann nicht mehr illegal ist. Aber bis dahin, lassen wir uns überraschen, was passiert. Sagt mir Bescheid, was ihr von der Doku haltet und vielleicht habt ihr auch noch ein paar Ideen, was man in die Richtung machen könnte, um das Ganze ins Positive zu ändern. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin eine gute Zeit, meine Freunde, und vielen, vielen lieben Dank für die Grüße. Ich muss nämlich jetzt erstmal noch den ganzen Leuten antworten, die mir geschrieben haben, und noch das Video schneiden.